liebe Zuschauer, das könnt ihr gar nicht glauben. Nee, langsam reicht's mir mit dir hier. Doch, genau da fiel ich sondern. Genau da fiel ich sondern. Ich raste vollkommen aus. Ich raste vollkommen aus, Leute. Echo raus. Ja. Nein, ja, geil. Was ist es denn? Das ist ein Koppelschloss. Das ist das zweite. Und das ist von AJ. Gibt's doch ja nicht. Doch. Meine Vitrine füllt sich. Blut und Ehre steht da drauf. Richtig. Und das ist der Leitsatz von der Hitlerjugend, der nur zu geschichtlichen Zwecken vorgetragen wird. Ich kann nicht mehr. Ich habe endlich das gefunden, was ich unbedingt immer mal haben wollte. Koppelschlösser. Ich finde hier Koppelschlösser. Schaut euch das an, wie gut das erhalten ist. Das ist richtig gut erhalten, ja. Ja. Messing. Ja. Ich renne jetzt einfach damit weg. Nein, du sollst damit nicht wegrennen. Pass auf, ich komme schnell auf da. Du hast mir letztens genau gleich gezeichnet, da war schon alt. Wird einfach mal ein bisschen abgeprügelt. So. Jetzt ist gut hier der Arsch. Ich will auch eins finden, das kann doch nicht sein. Na, aber jetzt bin ich auch mal dran. Ne? Na ja, aber weißt du, wie lange ich schon keinen Koppel gefunden habe? Mindestens eine Woche. Du findest doch jeden Tag Koppelschlösser. Wie diebisch ich mich freue und das Bursche. Also, liebe Zuschauer, das könnt ihr gar nicht glauben. Geht immer weiter hier, mach mal Licht. Wo ist denn dein Koppel? Hast du weggepackt schon? Da haben wir's. Da hat der Alexander, wie schon gesagt gerade, ein Koppelschloss der HJ gefunden. Ja. Und in demselben Loch, gleich daneben, lag noch was. Was? Was ganz Schöne dort wahrscheinlich diesem Soldaten gehört hat. Und sag her. Hier. Ein Feuerzeug. Ne? Also, du willst mir ja wieder gangfähig machen, das Feuerzeug. Ist das noch schön halten? Das guck mal, ja was schön. Für ein cooles Feuerzeug das ist. So ein Feuerzeug habe ich noch nie gesehen. Ja, dann bist du der Feuerzeugrestaurator. Weiß, das gehört ja zusammen eigentlich, ja. Ach nee, guck mal, das geht ab hier oben. Ja. Boah, klappte man das hoch? Das kann schon sein. Dass man das als Drücker nahm. Aber das war, ich habe ja keine Gasfeuerzeuge, aber als Feuersteinbetätigung. Mach mal oben ganz wenig ab. Guckt euch dieses Feuerzeug an. Das kann man diese hochklappen. Pack's weg, vorsichtig. Ja. Was hier los ist heute? Heute ist absolut der Glückstag. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier sonnen und mit dem Metalldetektor so viele coole Sachen finden. Erstaunlich, dass wir heute bei der Schatzsuche mit dem Metalldetektor so viele interessante Sachen finden. So viele Relikte aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Da noch mehr? Ein bisschen kommt hier noch was, ja. Ach Quatsch, das trau mich ja mal nicht. Rostfussel. Ey, das Feuerzeug muss nein, weg. Nein, hier ist noch ein Koppelschloss. Nein. Doch. Ich will fühlen. Ja, kannst du fühlen, das wird glattet. Ich werd verrückt. Was ist das? Ich mach's mit der Hände weg. Den Sand, ich will nicht hauen mit dem Spaten. Das ist Patronen mit. Das fährst du ja mit Patronen mit. Jetzt kommt der Überknüller. Jetzt kommt der Knüller. Alter, ich weiß, was das ist. Nee. Nein, du Sau. Das ist ein, was ist es denn? Ja, was ist es denn wohl? Ja, ist das ein HJ-Messer oder was? Es ist ein Griff auf jeden Fall. Nee. Und es sieht aus wie Bakelit. Echt? Ich wahrscheinlich ein Telefonhörer. Nee, das ist ein Wehrmachtsbajo, glaube ich. Mach mir drauf. Das glaube ich nicht. Hier erstmal doch, das ist eins. Oder noch was ganz Größeres. Spitz zu. Hä, hey, was ist das? Nee, das ist auf jeden Fall kein Wehrmachtsbajo. Nee, das ist wahrscheinlich die Panzerfaust. Vom HJ-Jungen. Guck mal hier oben. Das ist die Panzerfaust. Ja, ist sie, oder? Nee. Nee, hier unten noch. Da ist noch eine Stange. Das ist jetzt Sturmgewehr 44 oder irgendwas, was? Wo ist jetzt ein Kokular, was er hatte, wenn er ihr guckt hat hier aus dem Graben? Nee, hier ist noch eine Stange. Hä? Hä? Das ist eine Wurzel. Und das aber nicht. Ja, dann müssen wir doch mal ein bisschen graben hier. Naja, erstmal die Hände freimachen, wa? Ja, ich bin verrückt, was hier heute alle drum liegt. Ja, hier kommt gleich noch mehr Koppelschlösser. Ich habe die ganzen Hände voll Koppelschlösser. Das ist dein Wunschdenken. Aber, warte mal. Ist das wirklich nur eine Wurzel? Ja, das ist ja. Das ist eine Wurzel. Wir haben hier sonst irgendwie. Wir haben Hallus. Ja. Das ist nur eine Wurzel. Ich will ja nicht kaputt machen, deswegen buddel ich hier mit der Hände. Ich bin mir nicht sicher, ob dein Pinpointer da so präzise ist. Ich schwenk nochmal drüber. Ist nicht mehr. Das war dein Pinpointer, der einfach rumspinnt. Während der Alex weiter fleißig sucht.
will ich euch mal meinen Fund zeigen, den ich gerade gemacht habe. Ein Rasierer. Ein sehr alter Rasierer. Stammt auch aus dem Zweiten Weltkrieg. Das ist nämlich ein ganz besonderer Rasierer. Es steht nämlich was drauf. Ein Rotbart Extra. DRGM. Ein sehr schönes Exemplar. Ein Stück Geschichte und das hat mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit einem Soldaten gehört. Wenn man sowas findet, in so einem guten Zustand, sollte man den wirklich gut wegpacken, weil diese Zacken hier brechen ganz leicht ab. Also, wenn man den in die Fundtasche legen würde, und dann kommt man zu Hause an und dann sind hier ganz viele Zacken abgebrochen. Deswegen unbedingt bei so einem Fund einzeln verpacken. Ich habe ihn jetzt in meine Jackentasche. Also da sind so viele kleine Fächer und also in einem Fach drin. Da kann er nicht kaputt gehen. Also über diesen Fund freue ich mich, weil das auch wirklich ein richtig schönes Stück Geschichte ist. Und das lag direkt daneben. Gehört halt hier oben so rein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Endlich habe ich gerade gefunden. Ganz unscheinbar kam es drin. Endlich. Verwundetenabzeichen. In Schwarz. Jetzt habe ich auch eins. Noch richtig guter Zustand, aber ohne Nadel. Jetzt mal ein bisschen bürsten. Oh, der Zustand ist richtig gut. Guckt euch mal den Zustand an. Die gesamte Farbe ist noch dran. Guckt euch das an. Verwundetenabzeichen in Schwarz. Aus dem Zweiten Weltkrieg. Und ist in einem wirklich Top-Zustand. Werde ich gleich so ins Coinpad packen. Und ich hole es nachher nochmal raus und zeige das natürlich den Alex und den Rico. Und das ist natürlich hier alles nur aus geschichtlichen Gründen, ne? Wir finden sehr viele Sachen beim Sondeln aus verschiedensten Zeiten. Aus dem Ersten Weltkrieg, aus dem Zweiten Weltkrieg und auch moderne Sachen. 70er Jahre, 60er, 50er, alles. Aber über so einen recht seltenen Fund freut mich natürlich. Das ist dann schon, ich weiß gar nicht, wie viel ich schon davon habe. Mindestens 2 oder 3. Könnte mein 3. oder 4. sein. Ich müsste nochmal nachgucken. Ha, du hast keine Nadel mehr dran. Nee, die Nadel ist ab. Ja, so sieht der Zustand noch sehr gut aus, aber es könnte natürlich auch sein, dass ein bisschen was schon ab ist oben. Der Alex hat das hier gefunden. Seit 1928 das DAS. Ja, das hat irgendwas mit Autoversicherung zu tun oder irgendwas. Oder Autohilfsservice, sowas wie ADAC oder so. Ich kann es leider nicht sagen, wenn die Zuschauer jetzt wissen, in dem Moment, weil ich gerade nicht googeln kann, dann sag das bitte mal. Hier unten in die Kommentare reinschreiben. War das nicht mal früher in der Versicherung? Ich glaube ja, irgendwas mit Autoschutz oder irgendwas. Auf jeden Fall ist es Gold. Bitte schön. Das wollte ich dir am Kopf nageln. Oh, und dann hat der Alex noch ein Katzenauge gefunden. Ein rotes. Das ist auf jeden Fall eine ältere Variante. Der Bart. Der ist bis jetzt nicht rumgekommen, oder? Doch. Ein paar Knöpfe, Wehrmachtsknöpfe und Tuben. Also ich habe auch noch ein paar Wehrmachtsknöpfe gefunden. Komische Sachen hier. Ach so, Alex hat noch ein Fernglas gefunden. Ein Rest davon habe ich mal mitgenommen. Und hier zu zeigen. Reste vom Fernglas, Musketenkugeln und Harmonika-Stimmblättchen. Ich habe da einen Ladestreifen anzubieten vom Karabiner K98. Ja, dieses Teil hier sieht aus wie ein Schleifstein. Kleiner. Ich weiß nicht, warum die Kamera so ein Faxen macht jetzt. Der Fokus kommt nicht richtig. War irgendwas mal mit einer Öllampe.
Also das war alles zusammengewiesen vorher, ne? Ach so. Ja, 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 das ist eindeutig von der Öllampe ja. hier. Da steht doch was drauf. Da steht immer was drauf, ja. ja. Tatsächlich. Aber, irgendwas stimmt mit der Kamera nicht. Die will nicht fokussieren gerade. Jetzt kann man es sehen. Jetzt wieder nicht. Wieder was mit dem Licht zu tun. So. Und jetzt geht's. Da sehen wir, da steht irgendwas drauf. Brenner? Genau, Brenner-Kosmos. Mhm. Und das hier hörte dazu. Hier. Ja. Das muss aber eine Mini-Öllampe gewesen sein. Oder halt nur ein Teil davon. Das ist auf jeden Fall hier so zusammen gewesen, was ich gefunden habe. So, und die hatte hier zusammengesteckt gehabt. Auf jeden Fall war das so zusammen. Und das enge Zahnrad war hier noch irgendwo drin gewesen. Ja, ja, das ist dann dafür da, um den Docht irgendwie hochzudrehen. Genau. Ne? Alex, mach kein Blödsinn. Kosmosbrenner steht da drauf. Genau. Kosmos. Splitter, eine ganz kleine Birne. Ich denke, dass die aus dem Zweiten Weltkrieg sein könnte, von so einer Wehrmachtstaschenlampe oder so. Verbogene Münze. Ach so, ich habe noch ein Geschenk für Alex. Alexander, ich habe ein Geschenk für dich. Mhm. Die gründliche Nachsuche hat ein etwas zum Vorschein gebracht. Wo denn? An welcher Stelle denn? Tja. Noch ein Pfennig oder was? Reichspfennig. Gleich wirst du es sehen. Noch ein Knopf oder was? Da haben wir noch schön ein paar Knöpfe, ein Zahnrad oder so. Sehr gut erhaltener Wehrmachtsknopf. Und hier haben wir etwas gefunden. Wer erkennt, was das ist, jetzt wissen wir es. Jetzt hat der Alex es entdeckt. Kick an. Ja, ja. Es ist der Koppelhaken von Alex, sein Wehrmachtskoppelschloss aus Alu. Kick an, das ist auch so ein Aluminiumkoppelhaken, genau. Ja, leider ist er ziemlich vergammelt und kaputt, aber immerhin. Ja. Interessantes Fundobjekt habe ich hier gemacht, bin mir ziemlich sicher. Könnte ein Essgeschirr sein von der Wehrmacht. Werden wir mal ausgraben. Oder es ist was anderes. Nein, es ist eins. Das Oberteil. Ja. Das ist noch ein interessanter Hüterfund, den nehme ich mit. Da isst du jetzt jeden Morgen deine Suppe draus. Wir sind auf der Spur der deutschen Armee. Also, das hat so eine schöne Farbe, so eine graue. Vielleicht ist ja ein Stempel drauf. Mal ein bisschen sauber machen dann. Ja. Ein Bajonett vom K98 mit Bakelitgriff. Ja, sehr schöner Fund. Können wir mal umdrehen. Ist hier umfällt als unten? Wie bitte? Ist hier umfällt als unten? Ich denke nicht.